Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schemeier, Paterapeut, Beziehungscoach, mit auch vielen Erfahrungen aus der Spielszene. Deswegen, und weil es auch, ich glaube, es interessiert auch viele, Julian Zietlow ist weg, hat sich wieder gemeldet, einen Fragensticker gemacht und wir schauen mal, was er so zu sagen hat. Meine These ist ja immer, dass er was völlig Normales durchmacht, eine Midlife Crisis, und er möchte es aber immer gern als was ganz Besonderes, sich bei ihm alles ganz besonders darstellen, was meiner Ansicht nach nicht ist, aber kommt trotzdem was draus lernen. Ich finde ein paar Sachen auch problematisch, aber er wirkt auch recht geläutert hier. Ist vielleicht ganz interessant für euch. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne rein. Moin Moin. Oh, ich habe immer noch so einen Jetlag. Ich glaube, sieht man an meinen Augen. Ich komme aus Mexiko, jetzt bin ich in Dubai. Und es haut mich immer noch weg. Ob ich in einer Beziehung bin? Nein, ich bin Single. Ich war mein ganzes Leben lang in Beziehungen. Und versuch's auch immer dann außerhalb der Beziehung so mich dann zurückzuziehen und so. Du kannst doch ohne Beziehung. Aber ich bin Beziehungsmensch. Ja, ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Auch wenn ich wahrscheinlich eine wandelnde Red Flag bin. Für den einen oder anderen. Ja, was ich schon gleich sagen kann, also ich meine, er kann machen, was er will, aber ihm folgen ja ganz viele und er ist halt so der klassische Bad Guy, sag ich jetzt mal. Das ist auch gar keine Wertung, aber er hat Kühnheim einen in die Fresse geschlagen und was weiß ich, er propagiert Drogen und das ist halt, was wir dann immer sehen und was auch viele dann so abfeiern, dieses, ich bin so unkonventionell und ich nehme Drogen und ich. Ob er es jetzt noch macht, weiß ich natürlich nicht. Ich hau anderen eins rein und ich bin einfach so ein Typ, der so hin und her ist und die Leute, die versuchen, anständiges Leben zu leben und das alles nicht zu machen, fühlen sich dann immer scheiße. Die denken sich immer, warum mache ich das eigentlich, wenn man damit so viel Aufmerksamkeit kriegt und das alle so lustig finden und man so viel Frauen anzieht, fragen sich viele Männer vielleicht, warum mache ich auch einen auf Bad Guy, ne? Interessante Frage. Ich bin ein Rowdy, ich bin auf meiner Seite polygam und so weiter und so weiter, ja. Da wird es dann vielleicht auch schwer mit der einen oder anderen Frau, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, ja. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die eine auf mich wartet. Also die eine. Behaupte ich mal, wird man jetzt nicht finden, wenn man polygam lebt. Ich glaube, das vermute mal, sich das ausschließt, weil man ja ständig nach dem nächsten Kick sucht. Und das ist halt das Problem auch häufig in der Midlife Crisis, dass man, ich meine, es ist auch menschlich, ne? Absolut, dass man so ständig nach Kicks sucht und die nächste Aufregung und ist sehr menschlich. Ich persönlich finde es nicht spirituell, aber aber der spirituelle Bubble macht ja eh verrücktesten Sachen, die, glaube ich, großen Punkten nicht spirituell sind, aber was soll's. Ich bin auch nur eine Stimme von vielen. Und bis dahin probiere ich mich halt ein bisschen aus. Also im Moment bin ich Single, also Ladies, ich liebe Beziehungen. Ich kann es nicht anders sagen, ich liebe es, in einer Beziehung zu sein. Yes. Ist ein bisschen doof natürlich. Warum sagt er nicht einfach, hey, ich will rumvögeln, das geht nicht mehr, weil sonst machen sie jetzt wieder Frauen, die auf Bad Guys stehen, machen jetzt nicht wieder Hoffnung und vielleicht will er mit mir eine Beziehung haben. Und ja, und er akquiriert natürlich schon wieder hier über Instagram. Und für Leute, die bekannt sind, sage ich immer wieder, ein gefährliches Spiel. Das geht so lange gut, wie es gut geht, bis es nicht mehr gut geht. Aber naja, ich wünsche mir natürlich, meinetwegen darf man eine Menge Spaß haben. Ich habe sogar jetzt viele Tage hintereinander mit Lilly und Liv verbracht. Richtig genial. Es fühlt sich so an, ja, auch wenn es im letzten Jahr relativ wenig war, mir auch viel zu wenig, dass ich sie gesehen habe. Sobald wir Zeit hintereinander, miteinander verbringen, ist das, als wenn dieses Jahr nicht gewesen wäre. Ja, als wenn... Ach, ist das so? Das war zu seinen eigenen Kindern wieder anknüpft.
Auch wenn man sie lange nicht gesehen hat, also da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen, aber zeigt auch, wie wenig er sie sieht. Und das ist auch wieder so, ist seine Entscheidung, da sein Rumreisen in der Welt und rumvögeln und dass das alles wichtiger ist, als dass er seine Kinder sehen kann, so, ne? Und Kinder werden sich freuen, dass sie ihn überhaupt sehen. Auch da werden wieder. Das ist heute mal ein bisschen mein Fokus, wenn viele Männer, die immer brav sozusagen das nicht machen und sagen, hey, ich habe eine Verantwortung, ich muss irgendwie vor Ort sein, dass ich die jede Woche sehen kann, werden sich denken, warum denn nicht? Warum mache ich das eigentlich? Ne? Das ist ja alles keine Sau. Ich kann machen, was man will, wird noch wirklich abgefeiert dafür und Kinder jammern vielleicht auch dem nicht verfügbaren Vater hinterher und das finde ich immer total schade, dass die Menschen, die versuchen, das so das Richtige zu machen und viel bei den Kindern zu sein, denken sich auch, warum, ne? Warum? Vielleicht denken sie es auch nicht, keine Als wenn einfach ein Ahnung. nahtloser Übergang geschehen wäre. Und das ist für mich sehr schön und auf der anderen Seite natürlich auch sehr beruhigend zu sehen. Ja? Also ich habe ja auch bis Selbstzweifel bis zum geht nicht mehr. Und war das der richtige Weg? Und tragen die Kinder. Das ist auch wieder so eine Verharmlosung, ne? Liebe kennt keine Entfernung. Er ist ein nicht verfügbarer Vater, fertig. Ne? Also es muss sie jetzt nicht unbedingt stören. Vielleicht stört es sie später oder können wir jetzt alle nicht beurteilen. Aber da so einfach völlig egomanisch oder egoistisch oder ich will es auch gar nicht werten jetzt, aber so sich nur um sich zu drehen, sein Ding zu machen, drauf zu scheißen, was er letztlich macht im Verhalten, ob er die Kinder jetzt sieht oder nicht. Also jetzt sieht er sie ja aber davor und dann zu schreiben, ja, Liebe kennt keine Entfernung. Ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen Schaden soll. davon und wie werde ich damit herzenstechnisch klar und so weiter und so weiter und das dann einfach zu sehen, dass die dann mit mir so interagieren und das alles wäre, als wenn nichts gewesen wäre, ist, ich kann es nicht anders sagen, ist sehr beruhigend für mich. Die mit Abstand häufigste Frage, wie geht's mir? Mir geht's mal unfassbar geil, mir geht's mal unfassbar beschissen, mir geht's mal gut, mir geht's mal schlecht, mir geht's mal einfach nur so. Kennst du wahrscheinlich. Ich dachte, ihm geht's immer geil, immer heiß, Excitement, immer alles cool, Drogi. Das, was verstehe ich jetzt nicht. Jetzt ist doch wie bei uns allen komisch. Weil das ist das Spiel. Das will unsere Seele. Unsere Seele kennt keine Dualität. Da gibt es nur All-Eins. Da bist du ich und ich du. Ist unbegreiflich für uns und nicht zu fassen. Deshalb können wir nur aus der menschlichen Gestalt, wo es Raum, Zeit und Dualität geht, denken. Und dort sind einfach alle Gedanken. Also dort muss Dualität herrschen. Unsere Seele will alles erfahren. Das heißt, wenn es dir unfassbares Glück beschert, muss es auch unfassbare Trauer geben. Und das kontrollieren zu wollen und immer in einem glücklichen Zustand sein zu wollen, habe ich vor allem im letzten Jahr gecheckt, ist nicht der Weg. Gute Erkenntnis. Also kann ich jetzt finde ich gut. Ich sag, mache nur noch mal deutlich, dass er aber was ganz anderes gesagt hat. Und ja, das ist nicht menschlich. So funktioniert unser Gehirn auch nicht, dass es immer happy sein kann. Es braucht tatsächlich, ja, kann man ihm nur recht geben, braucht diese Abwechslung. Ne? Yes, also wir haben ja eine Regelung und wenn ich ehrlich bin, hat mich diese Regelung in den letzten Wochen und Monaten an den Rand der Verzweiflung gebracht. Also es hat mir sehr weh getan, die Kinder so selten zu sehen und Ja, weil er durchs Bild reißen würde. Ich meine, weil er drauf scheißt und einfach ist ihm wichtiger, durch die Welt zu reisen als seine Kinder. Das ist nicht, das tut ihm niemand was an. Offensichtlich ist ja seine Frau da super kompromissbereit, kann man ja nichts anderes sagen. Ne? Ja, aber wenn du sagst, hey, die Kinder brauchen regelmäßig Kontakt und er sagt, ja, ich will aber auf den Mond reisen. Kann er machen. Ich meine, können die Mütter dann immer nicht machen, ne? Die denken sich auch, ja, will ich vielleicht auch mal machen. ich konnte damit gar nicht umgehen. Und dann war Alina so nett und ja, hat mich einfach jetzt hier auch nach Dubai kommen lassen, sodass ich mit den Kindern viel Zeit verbringen kann. Und da kann ich nur in aller Dankbarkeit sagen, ja, danke. Weil
das hat mich wirklich so zerrissen, dass ich... Das wünsche ich keinem. Ja, diese Situation wünsche ich keinem. Ja, wir wünschen es, aber es ist auch selbst finanziert. Also, sonst sagt er doch immer, es ist alles deine Verantwortung. Okay? Und zugleich darf ich sie genauso annehmen. Denn das ist mein Seelenweg und das habe ich karmisch zu lösen. Und das ist genauso richtig. Und das ist nicht der richtige Weg, sondern es ist der einzige Weg. Ich glaube, es gibt so zwei Lager. Einmal so die Spiri-Bubble, ja, die unter Aufwachen was ganz anderes versteht. Ja, nämlich Aufwachen aus quasi dem System, egal ob es ein Familiensystem oder das Wirtschaftssystem oder sonst was ist. Und dann gibt es die anderen, die halt im Wirtschaftssystem und Familiensystem sind. Die Bubble, die sagt, bist du jetzt endlich aufgewacht, um endlich zu erkennen, dass dieses und jenes. Und ich weiß gar nicht, ob es um Aufwachen geht oder den richtigen Weg und so weiter. Ja? Was ich ja auch in dem Jahr, vor allem am Anfang, extrem gemeint habe, dass mein Weg der richtige ist und so weiter. Es gibt nicht den richtigen Weg aus meiner Sicht. Es gibt den Hat schon mal ein gewisser Erkenntnisprozess stattgefunden. Finde ich gut. Und wie er schon sagte, hat er ganz was anderes gesagt. Ne? Am einzigen Weg, der für dich bestimmt ist. Und da ist es egal, ob du in einer Spiri-Bubble bist oder in einer Wirtschaftsbubble oder sonst irgendwas. Wenn alles genauso richtig ist, wie es ist, ist das eine nicht besser oder schlechter als das andere, sondern das eine oder das andere zieht dich mehr an. Und das muss es nicht die ganze Zeit. Ja, das sind immer so Aussagen. Ey, das ist, ich weiß nicht, ich bin ja schon länger im Kontakt mit der, oder auch mehr oder weniger im Kontakt mit der Spiribubble als erlebt wahrscheinlich. Also das ist mal so eine Aussage, da muss man auch sagen, Krieg ist genauso gut wie Nicht-Krieg. Also das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Ne? Also es ist so alles eins, ist alles egal. Und wenn dich anzieht, jetzt, weiß ich nicht, fünf Leuten eine runterzuballern, ob man, also er macht das ja, hat er ja auch gemacht, einem zumindest. Eine runterzuballern oder die anderen zu umarmen, ist alles scheißegal, ist alles das Gleiche. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber das ist halt eine schwierige Aussage, mit der man auch alles rechtfertigen kann. Ne? Also es mag ja sein, dass du auf so einer gewissen Ebene, dass das so ist, aber hier bei uns auf der Erde, wenn man sagt, das ist alles egal, ja, viel Spaß damit. Das macht meiner Ansicht nach genau die Welt, die wir jetzt hier haben. Ne? Dass jeder sich um sich dreht und seine eigenen Bedürfnisse. Und das kann sich auch... Ja, also gezweifelt die ganze Zeit. Also klar habe ich die ganze Zeit Zweifel. Wenn du so einen Schritt machst und vorher jahrelang dort drin gelebt hast, dann hast du die ganze Zeit Zweifel. Und energetisch verlasse ich ja meine Kinder nicht, sondern physisch für eine gewisse Zeit. Das ist auch wieder so ein Schönreden, dass man sich einfach nicht um die Kinder kümmert als Vater. Ne? Ich meine, ich will das jetzt gar nicht. Jeder von uns baut mal Scheiße und macht hat blinde Flecken. Also wie gesagt, das ist jetzt so. Er ist auch einfach nur ein Mensch, der sich hier durchwühlt. Aber bisher hat er sich ja immer dargestellt als die Eminenz, die alles weiß. Ich meine, das hat sich schon deutlich gelockert hier, finde ich gut. Aber nee, er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Und nicht da für die Kinder. Punkt. Ich meine, sagen wir mal, wie es ist. Man darf ja diese Entscheidung treffen. Männer könnten das, Frauen können es oft nicht. Aber dann zu sagen, ich bin energetisch da, ich kann auch meinen Hund eine Woche alleine in der Wohnung lassen und versauern lassen und dann sagen, ja, aber energetisch bin ich bei ihm. Ja, es wird den Hund nicht interessieren. Ne? Und dass es so nicht mehr ist wie vorher. Also jeden Tag seine Kinder zu sehen unter diesen Voraussetzungen. Ja, also wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, wie zum Beispiel in Deutschland zu bleiben zu der Zeit, dann hätte ich die auch gewählt. Hat es ja. Oder wird er irgendwie gesucht für irgendwas? Ich glaube nicht. Es ist seine Entscheidung. Es ist nicht, es geht nicht, sondern ich will es nicht. Ich will es einfach nicht. Ich will mein Ding machen. Warum kann man es nicht einfach sagen? Ich will mein Ding machen, meinen Bedürfnissen, meinen Gelüsten nachgehen. Fertig. Okay. Aber dann, ich konnte nicht. Er wollte nicht. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Ich musste dort komplett raus, um in eine Heilungsphase zu gehen. Ja, also müssen wir jetzt alle, wenn wir uns trennen, irgendwie nach Koh Phangan gehen oder Koh Phangan oder wie man das ausspricht.
und uns irgendwelchen Kulten anschließen oder so. Also, ich meine, es ist, also, ich weiß gar nicht, ist schon putzig irgendwie auch. Man muss natürlich dann durch die Welt reisen und auch die ganze Welt daran teilen. Also man darf ja, also für mich hat er einfach eine völlig normale Mittelklasse. Nur ist es eben on Steroids sozusagen, also auf Steroiden so im übertragenen Sinne. Aber es ist eine ganz normale Mittelklasse, da macht man solche Sachen. Nur man muss auch mit die ganze Welt daran teilhaben lassen und kann man es nicht auch ein bisschen so sehen, okay, vielleicht war ich da ein bisschen bis in meine eigene Ego-Bubble gedreht. Fällt ihm schwer. Für die es keine Alternative gegeben hätte. Das war genau mein Weg. Auch wenn dieser Weg bedeutet, auf der einen Seite natürlich wunderbare Dinge zu erleben, auf der anderen Seite unfassbaren Schmerz, unvorstellbaren Schmerz zu erleben. Das ist und war mein Weg. Der Sinn ist für uns nicht fassbar. In der menschlichen Gestalt kannst du das All eins nicht fassen. Du kannst es hier und da mal durchleben und fühlen. Ja, zum Beispiel können es manche mit Astralreisen aus ihrem Körper oder mit Bufo Alvarius in der All-Eins-Erfahrung und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen sind das auch nur kurze Bruchstücke und danach vergisst du wieder, damit du in der menschlichen Gestalt überhaupt leben willst. Ja, die Seele, alles das, was wir erschaffen haben hier, ja, wir sind ja die Creator von dem Ganzen, das ist für uns nicht fassbar. Deshalb können wir den Sinn nur erahnen und daran glauben, dass wir jedes Gefühl erleben wollen. Dass wir hier hingeschickt worden sind, in Raum und Zeit gefangen, in Anführungsstrichelchen, ja, um alle Gefühle zu durchleben. Also ich war 7 Wochen ohne. Ja, das fand ich gut. Finde ich, könnte ich jetzt auch so ähnlich sagen. Finde ich gut. Aber ich persönlich glaube auch, also du kannst das Leben als sinnvoll oder auch als sinnlos ansehen, nur mal hier jetzt. Und man kann ist vielleicht schöner und auch macht vielleicht auch Sinn, an den Sinn des Lebens zu glauben, aber letzten Endes wissen tun wir es nicht, ne? Offensichtlich sind wir jetzt hier. Vielleicht vergessen wir es vorher, aber ja, kann man nur raten oder man hat vielleicht, das würde ich auch sagen, hat vielleicht seltene Satori-Erfahrungen, wo man Einblick kriegt, ja, und dann vergisst man es aber wieder, ja. Also ich war 7 Wochen ohne Handy, einige Zeit ohne menschlichen Kontakt, habe sämtliche Ablenkungen wie Fernsehen, diverses Essen und so weiter auf jede Kleinigkeit geachtet, von keine Zahnpasta mit Fluorid bis hin zu keine. Das kenne ich auch von anderen Leuten, die ich kenne. Dieses immer extrem, ne? Also entweder extrem in die Öffentlichkeit, extrem raus aus der Öffentlichkeit, extrem irgendeine Art von Drogen nehmen, sieht man jetzt gar nicht mehr, extrem keine Drogen nehmen, so gar nichts, Handy weglegen, so. Und ich glaube, für solche Personen, also ich kann das auch abstrakt ein bisschen nachvollziehen, wie Julian, wäre die Herausforderung, ein stinknormales Leben mal zu führen, ohne irgendwelche Extreme. Das würde ihn, glaube ich, wirklich, das wäre, glaube ich, echt eine spirituelle Herausforderung. Aber in diesen Extremen, das klingt immer alles so toll und lustig, aber es kann sein, dass du der inneren Leere trotzdem nie begegnest, ne? Weil du immer irgendwas anderes oben, ein anderes Extrem reinkippst, dann wird extrem meditiert, dann wird extrem nicht meditiert, dann wird extrem getanzt, dann wird extrem irgendwas geraucht, dann wird extrem gar nichts gemacht, dann wird ex dann geht's extrem ins Dunkelretreat, dann gibt's versteht ihr, das ist es ist überhaupt keine Kritik, aber das ist dieser oft ist das, was man nicht findet, ist dann das, was man nicht macht, nämlich sozusagen in die Mitte des, wie die Buddhisten vielleicht sagen wollen, in die Mitte des Rades gehen und diesen weltlichen Extremen vielleicht mal zu entsagen. Aber es, mein Gott, wenn ihnen das Spaß macht, findet für sich kann er da machen, was er will. Er sollte es noch nicht immer so zur Kantschen Verhaltensmaxime für die ganze Menschheit erheben, aber das macht er ja auch nicht mehr ganz so. Das finde ich ganz gut. Unnatürlichen Sachen an meinen Körper. Und das habe ich eine ganze Weile durchgezogen, um wirklich komplett einmal hochzuschweben, um komplett.
Ich meine, er redet ja immer so von der Matrix, Matrix, Matrix. Ne? Ja, jetzt auch wieder Fluorid. Das ist auch, ich glaube, Fluorid ist ja so bei den Spiris, ja, das schließt irgendwie die spirituellen Blablabla und irgendwie so. Das ist, glaube ich, das Problem mit Fluorid. Das ist auch eine Bubble. Das ist auch eine Bubble. Das kann euch, kann dir keiner beweisen. Das ist auch eine Matrix. Ne? Kannst du daran glauben? Kannst nicht daran glauben? Kannst auch sagen, wenn ich doch hier der Schöpfer meines Lebens bin, was soll mir dann Fluorid anhaben? Also, naja. Einmal auch die All-Eins-Erfahrung zu haben, meiner Seele zu begegnen und nach dieser Reise sich wieder zu erden und zu grounden, also wieder in den Körper reinzukommen, ist herausfordernd, war vor allem die letzten Wochen herausfordernd und so macht auch Dubai wieder Sinn für mich, weil hier wirst du auf jeden Fall gegroundet und geerdet. Es ist absolut nicht mein favorisierter Platz auf dieser Welt, also wahrscheinlich das Gegenteil, aber um wieder sich zu materialisieren, in den Körper zu kommen, ist das top und genau das ist meine Herausforderung gerade. Süchte sind genauso wie Modelle über psychische Zustände, ob es jetzt zum Beispiel Narzissmus oder sowas ist, einfach Schubladen. Aha, das ist so, deshalb Schubladen. Ja, also ich weiß ja nicht, ob er süchtig ist oder nicht, weil er sagt gleich, er wäre sexsüchtig, ich weiß nicht, ob er das ernst meint. Das ist, was typischerweise, ich sage jetzt nicht, dass er so ist, Junkies, also übertragen, also jetzt im weitesten Sinne, Junkies sagen, dass es das Konzept von Drogensucht nicht gibt. Das ist, nee, es gibt's, ich hab da gar, es gibt's gar nicht, ist alles bla bla. Ja, was gibt's? Es gibt's und es hat Konsequenzen, ob man daran glaubt oder nicht daran glaubt. Und ob er jetzt sagt, das ist eine Schublade oder nicht Schublade. Und das nervt mich halt so, dass er diesen teilweise exzessiven, also sein ganzes Leben hat ja sowas von immer wieder Sex, Drogen, was weiß ich, oder Sex als Droge. Also stelle ich mir zumindest so vor. Also er lebt das ja extrem. Und klar sagst du dann, ist alles nur Matrix, alles nur ein Konstrukt und das hat gar nichts mit zu tun. Und ja, weil sonst müsstest du dich ja hinterfragen, ne? Ob das wirklich so heilsam ist, ne? Oder ob es nicht genau das Gegenteil ist. Exzess des Egos, ne? Das brauchst du nicht, wenn du einfach sagst, das ist eine Schublade. Brauchst dich damit nicht auseinandersetzen. Stände, ob es jetzt zum Beispiel Narzissmus oder sowas ist. Einfach Schubladen. Aha, das ist so, deshalb Schublade. Und das nehmen wir gerne, um Menschen zu kategorisieren, die wir vor allem nicht einordnen können. Und da ist es egal, ob es jetzt Sex, Drogen, Netflix, Schokolade, Kinder oder sonst was ist, wovon man süchtig sein kann. Was für mich einfach besser funktioniert es, Menschen nicht in Schubladen zu stecken, sondern einfach sie ihren. Ja, das ist ja eine schöne Idee, aber wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast jetzt, was weiß ich, Borreliose. So, und da hilft dir jetzt diese Schublade Borreliose, weil ich das auch mal hatte, hilft dir, ich muss ein Antibiotikum nehmen, weil wenn nicht, dann ist irgendwann mein Nervensystem im Arsch irgendwie so. Ne? Und prima, Schublade Borreliose. Und dafür haben wir ja Schubladen. Und dann, ich muss das mit Mittel jetzt nehmen. So, ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, ich scheiße auf die Borreliose-Schublade. Ja, kannst du machen, nur du kannst nicht auf die Konsequenzen scheißen, die es dann hat. Ne? So ist das Leben, Leute. Du kannst dir alles schön anmalen. Du kannst dir einreden, das ist alles nur ein Fairyland hier. Und ich kann machen, was ich will. Du kannst die Konsequenzen aber nicht ignorieren. Weg gehen zu lassen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich bin sexy. Das können sich viele nicht vorstellen, was eine Depression bedeutet. Eine Depression bedeutet, lebensmüde zu sein. Also wirklich müde vom Leben. Das bedeutet nicht, dass du traurig bist. Du würdest gerne Trauer empfinden. Du würdest mal gerne wieder richtig weinen und so weiter, aber du bist einfach nur taub. Dieses Taubheitsgefühl kommt, darfst du dir vorstellen, deine Seele spielt dieses Spiel oder lässt diesen Film ablaufen. Ja, eins von beiden. Stell dir vor, die spielt ein Spiel, hat ein Gamepad in der Hand, ja, oder einen Controller und spielt und spielt und gibt dir die ganze Zeit Anweisungen. Mach das, mach das, mach das.
aber du kannst darauf nicht hören, weil du so viel Filter davor hast. Ja? Du siehst es eigentlich, aber es sind so viele Filter davor, dass du es nicht erkennst, dass du es nicht fühlst. Aus Grund von vergangenen Sachen, karmischen Sachen, Traumata und so weiter und so weiter. Du denkst, das kann nicht sein. Also das darf ich mir nicht gönnen, da darf ich nicht lang gehen. Und wenn die Seele merkt, du reagierst nicht mehr, dann liegt. Also ja, kann ich irgendwie abstrakt nachvollziehen, aber es ist immer lustig, wenn irgendwelche Influencer sagen, psychische Krankheiten, nein. Sorry, ey, da kannst du auch wirklich mit dem Armbruch zum Bäcker gehen, weißt du, ey, also wirklich, dann brauchen wir eigentlich niemanden mehr. Das ist echt alles scheißegal. Ich meine, das ist natürlich auch, finde ich gut, dass er sagt, es fühlt sich wie taub an. Also viele denken, verwechseln, glaube ich, Depression so mit Traurigkeit. Das finde ich gut. Aber auch hier ist wieder so, das ist oft bei den Spiris, dass sie dann so, du machst irgendwas falsch. Sobald du irgendwas falsch machst, hat deine Seele jetzt den Joystick aus der Hand gelegt. Deswegen hast du jetzt Depressionen. Aber vielleicht kannst du gar nichts dafür. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht fehlt dir, vielleicht hast du zu wenig Sonnenlicht, vielleicht, was weiß ich, was es alles für Gründe gibt, auch organische Gründe teilweise. Und dann immer zu sagen, ja, dann bist halt, deine Seele hat den Joystick aus der Hand gegeben. Ja, und was machst du denn damit? Und dann, also ich will aber auch niemanden anträgen mit dem Thema, sucht euch Hilfe, wenn ihr damit zu tun habt, ne? Es gibt ja ganz viele Anlaufstellen und Telefonberatung kann man, also wie gesagt, falls das jetzt jemand anträgert hier, aber lasst euch da nicht einreden, dass ihr auch noch irgendwie selbst dran schuld seid, also das macht das ein sehr runterziehender Gedanke so, ne? Sie den Controller beiseite. Das ist eine Depression. Alles Wissen und Information nützt uns nichts, wenn wir nicht die Perspektive. Sparen wir uns mal. Reingezogen worden sind und ich private Dinge ausgeplaudert habe. Ja, das würde ich jetzt so nicht mehr machen. Auch hier, das letzte Jahr war bitter nötig. Das war die Überkompensation. Also vorher in diese Richtung. Dann überkompensieren und das Leben. Ja, stinknormale Midlife Crisis. Ich weiß, er denkt ja mal was ganz Besonderes. Ja, so ist Midlife Crisis. Ist auch okay. Wie gesagt, kann das auch so abstrakt nachvollziehen. Ich wäre nur nie auf die Idee gekommen, da zu versuchen, die ganze Welt dran teilhaben zu lassen. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, so, oh, jetzt ist man, sag ich mal, ein bisschen crazy unterwegs und probiert alles Mögliche aus und ja. Und das würde ich auch sagen, man muss einmal ins andere Extrem gehen, um dann so eine Mitte zu finden. So sind wir Menschen häufig, kann ich durchaus nachvollziehen. Beziehungsweise das Universum balanciert es aus, du musst es vorher nicht ausbalancieren. Deshalb ist auch Follow Your Highest Excitement, wenn man die Formel richtig versteht. Ja, viele, man hat ja viele Ressourcen, viele bringen sich nur leider um Kopf und Kragen in solchen Phasen, wo sie auf alle Regeln scheißen, ne? Und was weiß ich, Sachen machen, die man vielleicht nicht wieder rückgängig machen kann. So, ne? Und deswegen. Einfach sozusagen, es ist super ungefährlich und macht auch, egal wie verrückt es ist, mach alles. Toller Ratschlag, das mag ja für ihn bisher funktioniert haben. Aber naja. Eine unfassbar geile Möglichkeit, sein Leben so zu kreieren, wie man es selber will. Es balanciert sich immer am Ende alles aus. Überkompensation ist wichtig. In meinem Gebet, was ich an Mutter Erde habe, neben show me everything, I need to know, I need to see, I need to breathe, I need to bla 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 und so weiter, ist auch show me everything, I need to balance and overcompensate, die ich überkompensieren muss. Zeig mir alles, wo ich voll rein muss ins Excite. Also jetzt halt weiter, also jetzt wieder der alte Julian so ein bisschen. Wer sagt uns überhaupt, dass er etwas anders macht, als er es vorher gemacht hat? Das wissen wir noch gar nicht, ne? Vielleicht hat er genauso exzessiv vorher sein Unternehmen betrieben, ne? Und es ist einfach nur das Sujet sozusagen ist ausgewechselt worden. Vielleicht ist es gar keine Veränderung, die er hat, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, oft läuft es so. Und aber jetzt hier wieder er, alles, was er macht, ist das Geilste. Und nochmal, das ist immer noch derjenige, der irgendwie aus, weiß ich nicht, Eifersucht oder was weiß ich, irgendein Kühnheim da was in die Fresse gehauen hat. Ich meine, das war auch in dem Moment sein heißes Excitement. Das ist, wenn du so dich immer um dich drehst, alles, was du machst, ist golden und toll und
Du kannst immer irgendeinen Grund finden, warum das cool ist. Und das ist ja auch viele Menschen, ich weiß nicht, ob er viel Scheiße baut, aber viele Menschen, die viel Scheiße bauen, die denken ja nicht, ich baue Scheiße, sondern nee, ich darf das. Ich hab ein Recht dazu. Fremdgehen und was weiß ich. Umkamisch. Auch das ist auch keine Wertung, wir Menschen sind nicht perfekt, ne? Aber fällt mir mal wieder auf, ne? Dass man macht irgendeinen Scheiß und dann, ja, ich darf das aber, ne? Weil ich hatte eine schlechte Kindheit oder weil mein Guru gesagt hat, das ist ein highest excitement und das ist nicht ungefährlich. Alles meiner Vorfahren zu lösen und allem, was an Trauma da bei mir entstanden ist. Überkompensation ist wichtig. Yes, habe ich. Dass immer alle so denken, sie könnten alle Probleme ihrer Vorfahren lösen, das ist eigentlich auch ein sehr egomanischer Gedanke, aber auch den hört man ganz oft, das ist eigentlich immer die gleichen Stories, die man, wer weiß das denn schon? Vielleicht lebt man auch genau den gleichen Blödsinn weiter, ne? Also, ich weiß nicht, wo die immer alle so sicher sind, ne? Wichtig bei allen Sachen, die von außen kommen, das sind sogenannte Permission Slips, also Möglichkeiten, um zu wachsen. Glaubenssätze, die du dir manifestierst, die du dir aufstellst. Diese Glaubenssätze beflügeln dich, bis sie irgendwann zur Autorität werden, bis dein Lehrer irgendwann zur Krücke wird. Und dann fällst du vom Glauben ab und darfst wieder dem nächsten Glaubenssatz vertrauen Finde ich gut. und andocken, weil mehr als glauben können wir nicht. Vergiss niemals, du bist das spirituellste Wesen in deinem Universum. Egal, ob du mittags 8 Bier trinkst oder 8 Stunden in die Meditation gehst. Es ist nichts besser oder schlechter. Ja, das ist wieder das Gleiche. Das habe ich am Anfang schon. Das ist in meiner Ansicht nach eine Vermischung von Ebenen. Du kannst auf so einer hochspirituellen Ebene kannst du sagen, ja, wir machen ja eine Erfahrung und das ist alles scheißegal. Und wenn ich, weiß ich nicht, mein ganzes Leben Leute bescheiße, ist alles scheißegal. Aber auf der Ebene hier ist es eben nicht egal. Ne? Es ist eben, sind es niederschwingende Energien, die sich vielleicht nicht immer werden halten können auf der Erde so, ne? Und da macht es eben schon einen Unterschied so, ne? Also es mag ja sein, dass unsere Seele davon irgendwie nicht betroffen ist, aber also ich möchte nicht in irgendeiner Welt leben, wo Leuten das so sagen, ist ja eher alles scheißegal. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt auch, wie gesagt, nur Scheiße bauen, ist alles scheißegal. Und selbst wenn das im Endeffekt so wäre, kann man jetzt nicht sagen, dass es im Hier und Jetzt keinen Unterschied macht, ne? Es ist genau dein Weg und es ist der einzige Weg. Und es gibt nichts Spirituelleres als dich. Sarah ist meine beste Freundin. Sie ist wie eine Schwester. Und genau diesen Glaubenssatz darfst du haben, bis du vom Glauben abfällst. Geh voll rein. Follow your highest excitement. Gut, alte Julia haben wir ja da. Ja, Gott, ich. Ja, ist schon krass alles. Ist schon krass. Ich frage mich, man muss sich immer fragen, wenn man denkt, man hätte sich wer weiß wie verändert, ist es wirklich so oder hat man nicht nur das Gleiche durchgespielt, einfach mit einem anderen. Das, was ich genau wie das gleiche Beziehungsthema mit mehreren Partnern durchspielen kann, was jetzt nicht schlimm ist, aber ist trotzdem das gleiche Thema. Kannst du zum Beispiel, dass man sich völlig sicher ist, was das Richtige ist und sozusagen nur in Extrem lebt, kannst du innerhalb einer Beziehung durchleben? Kannst du so durchleben, wie er es jetzt durchlebt? Kannst du im Job durchleben? Das ist immer die Frage, was ist wirklich Weiterentwicklung? Ne? Also ich meine, ist ja ein bisschen ist er ja von seinem hohen Ross schon runtergekommen, aber zum Ende fühlt sich wieder so an wie vorher. Also weil das ist bei dieser ganzen Truppe da, das Kühnamen Julian, weiß ich nicht, dass sie einfach super arrogant, aber stehen ja viele Menschen drauf, ne? Also weiß ich nicht, nix. Ich sage ja immer, auch im Spirituellen kann man sich ja ausbilden. Also es ist einfach so, ich labere alles, was ich so denke, labere ich dahin und brauche auch nichts lernen, ich bin einfach so ein geiler Typ und es ist immerhin sagt er jetzt nicht, er wäre so ein Lehrer, obwohl er benimmt sich schon oft so. Aber gut. Wie denkt ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.